Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie hier in meiner Sammlung, in meinen bescheidenen vier Wänden. Ich bin im Vorstand eines einschlägig bekannten Finanzinstituts tätig und sammle aus Passion. Das hier ist Felicitas, meine Tochter, die neben ihrem Studium wesentlich an der diskursiven Verordnung meiner Sammlung mitarbeitet. Ja, Barbald, mach schnell, wir haben nicht viel Zeit, wir bekommen ja gleich Besuch. Ja, was sagen Sie? Du? Das ist mein neuestes Stück. Darf ich mal kurz, bitte? Schauen Sie mal. Was sagen Sie dazu? Darf ich Sie bitten, das zu halten? Meine neueste Akquisition. Nicht schlecht, was? Skulpturen sind wie Freunde. Auch in schwierigen Zeiten lassen Sie uns nicht im Stich. Das ist eine Skulptur von Ida Ekland, einer schwedischen Künstlerin, die letztes Jahr bei der Biennale in Venedig ausgestellt wurde, habe ich natürlich gleich kaufen müssen. Dann habe ich sie mit gelber Sprühfarbe noch ein bisschen verschönt und es ist die gelbe Farbe des Corporate Designs unseres Unternehmens. Besuch, aber du bist echt was Besonderes. Ja, danke, das weiß ich. Ja, weißt du, wir müssen schnell machen. Ich muss nämlich auch noch, dann noch ins Oko, das ist so ein neuer Offspace. Ja, ja, ich würde okay. Da echt gerne Performance machen und ich muss schauen, dass ich den Kroaten noch erwische. Kein Problem, aber vielleicht können wir uns nachher noch sehen, weil ich habe dich echt gern. Mal schauen dann, ich weiß nicht, wie lange es dauert dort. Ja, ich stelle dich jetzt meinem Papa vor, okay? Aber dreh dich mal um, weil der legt schon Wert auf Äußeres, weißt du? Schau mich an. Ja, es kap. Ja, wurscht. Ja, gut. Okay, jetzt bitte. Papa? Ja, wen haben wir denn da? Das ist mein neuer Freund Martin. Martin Schur. Er ist Maler. Er generiert seine Bilder aus Umformungen und Recherchen aus dem Internet. Macht aber auch Fotos und Installationen, in denen er performt. Ja, für einiges von Ihnen gehört. Ja, danke. Was ist das? Kobanz? Kobanz, ja. Okay, naja, ich habe auch so ein Bild für Sie mitgebracht. Also ich habe einen Algorithmus geschrieben, so ein Programm, das unter Einbeziehung aller Ihrer Bilanz- und Unternehmensdaten, also dieses Cluster, das abstrakte Cluster produziert hat. Und das würde sich natürlich gut in Ihrer Sammlung machen, das Bild. Naja. Aber es ist auch ein Proposal zur Umgestaltung aller Ihrer Unternehmensfassaden, also aller Ihrer Filialfassaden und zur Neugestaltung der Homepage, weil die ist richtig scheiße. Naja, also für eine Partie Schach reicht es allemal. Spielen Sie Schach? Kennen Sie Marcel Duchamp? Ja, kenne ich, weiß ich, kann ich nicht Schach spielen. Was? Wirklich nicht? Na komm, spielen wir eine Partie. Nein, jetzt kommst du, das ist wirklich, also mir ist es jetzt wirklich nah Schach, nein, Sie schon, ey, mir ist es jetzt wirklich zu bürgerlich. Das ist mir wirklich scheiß drauf. Ey, World of Warcraft oder mal Internetpoker, Webpoker, aber der Scheiß interessiert mich nicht. Ich muss weg, raus hier. Ich muss echt weg. Martin! Schade. Ciao. Na dann. Na dann. Na dann ist es mir auch egal. Ich beschäftige mich halt wieder mit meinen Steno-Übungen. Schreibe nämlich gerade eine Arbeit über das Laokoon-Problem. Aufgrund von Wittgensteins Kürzel- und Kritzeltheorie vergleiche ich die Formalismen neapolitanischer Gesten, also nonverbaler händischer Gesten, mit dem Duktus der Kurzschrift. Steno, der deutschen Verkehrsschrift. Oh, ja. Hey, so stürmisch. Grüß dich. Und? Wie geht's da? Ja, nervös. Du bist schon was Besonderes. Danke, das weiß ich. Ja. Aber weißt du, wir müssen schnell machen. Ich will noch ins Oko, das ist so Offspace. Ich würde da echt gerne eine Performance machen. Und deshalb muss ich dorthin schauen, dass ich den Kurator noch erwische. Also, ja. Also, schnell machen?
Wir sollten schnell machen. Ja. Das heißt aber, wir können uns nachher noch sehen, wenn du im Office bist. Ja, mal schauen. Später dann, ich weiß nicht, wie lange es dauert dort. Oh, hey, ja, vielleicht ja. Warum nicht dann? Das ist mir dann schon lieber. Warte. Aber ich schau noch, ob du ordentlich anzogen bist, weil mein Papa legt da Wert drauf. Ja, passt. Okay. Okay. Also dann, okay. Mein Papa wartet schon. Bin ich mit? Ja, wen haben wir denn da? Aber, das ist mein neuer Freund Martin. Martin Schur. Er ist Maler. Er generiert seine Bilder aus Umformungen und Recherchen aus dem Internet. Macht aber auch Fotos und Installationen, in denen er selbst performt. Genau. Was ist das? Ja, ich habe schon einiges von Ihnen gehört. Das. Kommens. Kommens. Ja, also, Sie sind ein Sammler, oder? Ja. Sie sind auch Bank- oder Bankdirektor, oder? Ja. Ich habe mir gedacht, dass ich nehme das Logo von dem Unternehmen, also ich habe mir gedacht, ich arbeite öfters auch mit Logos, so. Das ist so eine Art Aneignung, ja? Also ich habe mir gedacht, ich nehme das Logo und dekonstruiere es sozusagen. Also ich nehme es, ich habe es genommen und ich habe es verschnitten mit den wesentlichen grafischen Elementen in Ihrer Unternehmens-Homepage. Hm. Um dann Ausgangsformen zu generieren für die Herstellung dieses Bildes. Ja, ja, danke. Die Strategien hatten wir schon in den 80er und 90er Jahren. Lobanik, Zabanik, Fagarashi. Habt ihr einiges hier, können Sie sich im ersten Stock anschauen. Ich also, habe jetzt wenig Zeit. Aber kurz noch, wissen Sie, ich will mich mal endlich so richtig spüren. Ja, die Akkumulation von Kapital und das Anhäufen diverser Objekte und Bildträgern, um meine eigene Oration voranzutreiben. Das zieht nicht mehr. Ich fühle mich da so richtig entfremdet von meinen ureigensten körperlichen Bedürfnissen. Außerdem kann ich das Layout unserer Unternehmenshund mein Einmal in der Welt an! Allein auf den Kunstgeschichte-Unterlagen noch lieber. Außerdem, wenn der was machen möchte, dann kannst du ja auch was machen. Ja? Wäre sogar lieber. Ja, hast eh recht, aber weißt du, wie ich ihn in der Forelle kennengelernt habe mit den farbverschmierten Adidas-Schuhen? Das war einfach nur süß. Aber ja. Passt. Artist must be beautiful. Artists 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 must be beautiful. Okay. Warte. Gut. Okay. Auf mit dir. Ja. Papa! Papa! Das ist mein neuer Freund Osman. Osman Morillo. Ja, schon einiges von Ihnen gehört. Sehen Sie mal her. Hier schon diese 90er Jahre Ästhetik. Das gibt's doch nicht. Ja, er macht doch ja, da können Performances. Sie die Ausstattung für sein Modern Talking Video machen. Ja? So richtig Scheiße! Also, es geht jetzt darum, einer von euch ist Dieter Bohlen. Du bist Dieter Bohlen. Unbedingt. Schau mal. Du hältst dieses Schild hoch, dass man dein hübsches Gesicht sieht. Dein Freund da neben dir oder dein Kumpel nimmt mal kurz den Becher. Dankeschön. Haben wir gleich einen Assistenten. Das ist unser Dieter Bohlen. Und jetzt brauchen wir, ich suche mir noch 4 Leute aus, die Dieter Bohlen niedermachen wollen. Sozusagen mit Parolen wie
Zerstört Geronimus Cadillac oder Dieter Bohlen ist scheiße. Und du musst dich natürlich gegen diese Masse verteidigen. Gegen diesen Mob. Die wollen dich mobben, die wollen dich fertig machen. Verteidige dich. Okay. Einer, bitteschön. Einer, die Dieter Bohlen mobben darf. Doch, es gibt keinen. Danke. Ah, da haben wir schon wieder einen Freiwilligen aus Deutschland. Sehr schön. Bitteschön, noch einen Freiwilligen. Und einer noch, der Dieter Bohlen umkreisen will. Stell dich ein bisschen in die Mitte. So. Und jetzt könnt ihr mit euren Parolen loslegen und ihn umkreisen. Du musst versuchen, dich gegen diesen Mob zu verteidigen. Bitteschön! Dieter Bohlen ist scheiße. So, los jetzt, bitte. Gut. Also umkreist ihn mal. Mach ihn, bedrängt ihn nicht. Los, komm. Dieter Bohlen hat recht, doch schon ewig. Jawohl. Nora hatte doch recht. Dieter Bohlen, da hast du nichts gefallen. Du warst immer so unfair zu Thomas. Dieter Bohlen ist total uncool. So, los jetzt mit dieser Selbsterfahrungsgruppe hier, so wo Künstler jetzt raus. Danke. Es muss weitergehen. Du, war das gefälligst an der Türe, ja? Ach Gott, haben wir gleich Tote hier. Oh, Schatzi, das tut mir so leid. Ja, dann dir auch einen schönen Abend, ne? Dann machen Sie mal einen Namen. Naja, ich wollte den Film verkaufen. Ja, aber gut, ich mal probieren kann ich es ja dann du noch mal doch. Na, das ist eine Performance machen hier. Ja, okay. Was haben Sie gesagt? Einen Namen. Namen? Namen. Hey, bist du wahnsinnig? Hey, was machst du mit der Pflanze? Hey, das ist Natur, das kannst du doch nicht, der erstickst und der scheiß Farbe. Aber das ist doch... Bist du wahnsinnig? Wasserverdünnbar. Ja, aber ist ja grün. Das ist Acrylat, das ist erstickt, das ist Natur, verdammt nochmal. Lass mich, das ist meine Performance. Das ist scheiß meine Performance. Das ist Natur. Okay. Was wir machen, ist Kultur, aber eigentlich geht's ja gar nicht. Entschuldigung, das ist... Sorry. Ich wollte nur helfen, dann nicht mit Antworten. Hey. Es geht ja gar nicht um Natur, sondern gestern hier geht es nämlich um die Signatur von Martin Schnur. Ja, ja, so Schluss jetzt mit diesem abstrakten Körper, die Tour, bitte. Erzähl doch mal einen Witz. Ja, auch das noch. Jetzt, das hier, jetzt, da. Oh ja, Witz ist gut. Ja, ich kenne sie ja und ich weiß, wie sie ticken. So, das kommt jetzt von hier weg. Okay. Hier Landstraße, Zaun, Landstraße, irgendwo neben Rax oder Schneeberg. Also so schöner Sommertag, Waldesgrün, hier Busch neben Zaun. So, und jetzt brauche ich wieder mal, wir brauchen jetzt hier, ne, einer, du bist der Knochen. Hier geht es um harte Tatsachen. Ein starker Mann. So. Und jetzt noch aus Ritter. Einen Sockel.
einen Sockel. Ich brauche einen Sockel. Zeichnen Sie einen Sockel darauf. Also gut, strahlend, schöner Sommertag, irgendwo an der Raxa beim Schneeberg, bitte hinter den Zaun. Und egal, was Sie jetzt gefragt werden, also Ihre Socks, ist nur was für Harte, okay? So, also da sitzen, also ein Stein, ein Knochen und ein Sockel sitzen auf dem Zaun und rauchen Marlboro. Irgendwie Zigaretten hier? Irgendwie 3 Zigaretten für die Herren, für die Harten. Das ist Chesterfield, das ist, bitte? Bitte? So. Okay, sie sitzen da am Zaun, die Sonne scheint, es ist heiß. Es ist heiß. Und dann kommt wer das. Dann ist das. Dann kommt der Dünnschiss. Ah, er ist ausgetrocknet, weil es so heiß ist. So, der Dünnschiss kommt des Wegers. So, wie gesagt, Sockel, Knochen und Stein sitzt am Zaun und rauchen Marlboro. Wow, hi. Wow, ihr raucht Marlboro. Darf ich auch mal ziehen? Nein, ist nur was für Harte. Ich will aber so gern einen Zug, aber wo ist hier der Kurator, wo ist der Chef des Hauses? Hier, darf ich wenigstens hier ausstellen? Can I show here? Can I make a show here? Sure, why not? You can move somewhere. Ah, ich stelle schon aus. It's okay. Yeah. But I don't want to be the second one. I kill myself. Ah. I go outside, I leave you all and I kill myself. It's all some fucking shit here. Was macht ihr hier? Was seid ihr? Was macht ihr da? Was machst du da? Ja, komm, geht's auf die Sketcher-Seite. Gleich kommt da die. Wir haben uns in Rio kennengelernt. Auf einer Residency. Und er kommt jetzt hier zu meinem Papa und er will ihm sein neues Bild schenken. Ich bin so nervös, weil ich finde den Adrien schon ganz geil. Und letztens waren wir auf so einem Fahrradtrip nach Budapest an der Donau. Und da waren wir im hohen Gras und wir haben einen Pott geraucht. Und plötzlich kamen da so Jungs in Uniform, so Jobbik, oder wie die heißen. Die waren total arg drauf, aber dann die Uniformen sahen ja schon ganz geil aus, ne? Aber irgendwie, dann hat der Adrien, hat ihnen Komik gezeichnet und alles war wieder gut. So, er ist ein toller Typ, Er macht mich so nervös, wenn er kommt. Ah, da ist er schon. Oh. Adrien. My love, my heart. Fuck you. Wo ist er? Leute. Hi. Hi. Hey, komm. Mein Papa wartet schon. Hast du das Bild mit? Super. Papa? Das ist Adrien, arbeitet viel in der Ästhetik von Comics. Adrien, das ist mein Papa. Er hat eine total fette Comicsammlung. Japanische Comics aus den 80ern, belgische und schwedische aus den 90ern, sowie chinesische aus den 30er Jahren vor Mao. Ja, cool, super, na, so ein Zufall. Weil ich habe da nämlich ein Bild mitgebracht, das möchte ich Ihnen schenken. Das ist eine konzeptuelle Bearbeitung eines Lucky Look Comics. Ich habe da alles, was an Bedeutungsträgern ist, herausgenommen. Und was übrig bleibt, ist das Aufblitzen des letzten Siegmann! So. Sind Sie wahnsinnig? Nein, ich bin ja noch gar nicht fertig. So, genau. Also, bitte. Wir machen jetzt noch ein Polaroid. Papa, schau, das ist total geil. Bitte auf alle vier auf die Knie. So, das ist schön, das Bild um den Hals. Und jetzt noch die Leine. So, bitte Foto. Super, großartig. So, dann hopp. Gehen wir. So. So, weiter.
Super, Papa. Papa, du machst das so toll, Papa. Papa, ich mag dich. Bitte kauf das Bild. Ja, bist du deppert? Was machst du da unten? Bist du deppert? Wir müssen für eine Performance, für ein Seminar Performance nachstellen. Ich hab mir gedacht, ich nehme eins von der Wally Export. Ja, der Wally Export hat doch da unten Peter Weibel die Ideen eingesagt. Das ist doch... Das ist ja wurscht. Ja, aber die Performance ist eh nicht schlecht, weil sonst würden sie ja hier nicht reenacten, oder? Stimmt. Ja, ja, sicher. Was? Was hältst du von Reenactments? Egal. Egal. Okay, komm, erwarte ich Hälfte. Runter mit dem Bild. So. Danke. Ja, das kannst du drauf lassen. Ja. Domina spielt schon Ecke. Sicher nicht. So. Ja? So. Ich muss dir noch was zeigen. Ja. Wenn hier einmal säubern wir. Ja, cool. Was ist das? Menstruale Totale. Okay, schau nach. Ja, ja, ja. Kannst du damit irgendwie selbst gemacht? Ja, du, jetzt aber wieder, ich will das Bild zu deinem Papa zeigen. Oder, es ist cool, oder? Es ist cool, nein, es ist voll geil. Also wirklich, wirklich. Hab noch keinen Namen. Also, das ist jetzt wirklich zu. Was macht jetzt jede Feministin, macht gerade Schwänze, Entschuldigung. Ja, und also ich finde, da kann man aber wohl ist das doch. Nein. Hey, aber hey, ich hab nur eins. Hä? Mach weiter. Ja, bin dabei. Also, wenn du mal zum Maß nehmen. Nein, kommst du zum Maß. Okay. Passt schon. Du, mein Papa wollte schon. Ja, ich hab das nächste Bild mit. Perfekt. Super. Auf mit dir. Papa! Neu von Osman. Der Marino Osman. Ja, er ist Maler und macht auch Performances und so. Freut mich. Ich habe noch ein Bild mit. Mhm. Für mich, herzeigen. Herzeigen. Da, schau her. Oh. Da haben Sie auf geschickte Weise ein Symbol der Moderne dekonstruiert und mit dem Logo unseres Instituts verschnitten. Interessant. Ein sich in den Höhen der Unberührbarkeit befindliches Symbol wieder herunterzuholen auf den Boden des Realen. Das ist mutig von Ihnen. Sie holen dieses Zeichen aus dem Bereich sakralisierter Verdrängung auf den profanen Boden des Gebrauchs. Ein gut gemeinter Schachzug, muss ich sagen. Aber warum ist immer so laut rumoren? So stark aufgeladene Symbole ja, verwenden? Halt so. Glaubst du, dass deine Arbeit das besser macht? Ha. Ja. Halte ich es doch lieber mit dem Zen-Gott Zobanik. Stärke liegt in der Ästhetik der Verweigerung. Der Strenge der leeren Form des Witzes der Enthaltsamkeit. Die unendliche Wiederholung der Stille des Raumes und die Leere des Displays. Zen, die Stille, die Leere, die Schleife. Warum stellen Sie nicht ein Ereignis für uns her, so dass still, schlicht und schön ist? Na, ich? Meinen Sie mich? Ja. Was Sie? Was? Wen sonst? Na, wenn es so ist, dann werde ich euch beide zu mir nach Hause einladen. Ich habe nämlich eine klassische Teezeremonie vorbereitet. Also bitte kommt hier runter aus vom hohen Ross. Kommt mal zu mir nach Hause, mir ist auch ganz nett. Kommt, jetzt ihr müsst weg von mir zu Hause hier. Schau mal, kannst du das hinten lesen? Kannst du das nehmen? Und du stellst dich hinter sie hin oder so, schau mal. Es muss so ein symmetrisches Ganzes geben. Genau da hinter Sie. Dann brauche ich von dem ein Feuerzeug. Ich habe meins irgendwo verlegt. Ah, ich hab's. So. Okay. Kannst du es lesen hinten? Ja. Und dann beginn jetzt einfach laut und deutlich zu lesen. Und du liest so lange, bis das Wasser kommt. Okay? Ich hoffe, das Ding funktioniert.
Mount Fuji, oh Mount Fuji, auf Bambusmatten liegen, von der Morgenluft feucht benetzt, unbekannte Objekte, der Schrei eines Vogels. Mount Fuji, oh Mount Fuji, auf Bambusmatten liegen, von der Morgenluft feucht benetzt, unbekannte Objekte, der Schrei eines Vogels. Mount Fuji, oh Mount Fuji, auf Bambusmatten liegen, von der Morgenluft feucht benetzt, unbekannte Objekte, der Schrei eines Vogels. Mount Fuji, oh Mount Fuji, auf Bambusmatten liegen, von der Morgenluft feucht benetzt, unbekannte Objekte, der Schrei eines Vogels. Mount Fuji, oh Mount Fuji, auf Bambusmatten liegen, von der Morgenluft feucht benetzt, unbekannte Objekte, der Schrei eines Vogels. Mount Fuji, oh Mount Fuji, auf Bambusmatten liegen, von der Morgenluft feucht benetzt, unbekannte Objekte, der Schrei eines Vogels. Mount Fuji, oh Mount Fuji, auf Bambusmatten liegen, von der Morgenluft feucht benetzt, unbekannte Objekte, der Schrei eines Vogels. Mount Fuji, oh Mount Fuji, auf Bambusmatten liegen, von der Morgenluft feucht benetzt, unbekannte Objekte, der Schrei eines Vogels. Mount Fuji, oh Mount Fuji, auf Bambusmatten liegen, von der Morgenluft feucht benetzt, unbekannte Objekte, der Schrei eines Vogels. Mount Fuji, oh Mount Fuji, auf Bambusmatten liegen, von der Morgenluft feucht benetzt, unbekannte Objekte, der Schrei eines Vogels. Mount Fuji, oh Mount Fuji, auf Bambusmatten liegen, von der Morgenluft feucht benetzt, unbekannte Objekte, der Schrei eines Vogels. Mount Fuji, oh Mount Fuji, auf Bambusmatten liegen, von der Morgenluft feucht benetzt, unbekannte Objekte, der Schrei des Vogels. Something with old things. It doesn't really care. So. Ich habe leider keine Zeit mehr. Ich könnte den Tee jetzt nicht trinken. Was? Ja, ich gehe nach Hause, ich muss nämlich zu mir ins Atelier. Komm, keine Zeit, komm. Raus, ihr müsst wieder gehen, sorry, es ist keine Zeit mehr. Es hat jetzt wirklich zu lange gedauert, es tut mir wirklich leid. Ich muss zu mir in mein Atelier, ich mache nämlich eine neue Skulptur fürs Mumok. Fürs Mumok, das wird so zwischen zwei Takten ein Verbindungsgang, schaut von außen aus wie ein weißer Würfel. Aber drin ist es einfach ein weißer Gang, in einem weißen, gleißenden Licht getaucht. Wenn man drin steht, so wie in einem Raumschiff, so wie im Tunnel zum Tode hin. Und an den Wänden in diesem Tunnel sind Vitrinen eingelassen, sind gefüllt mit Vitaminwasser in verschiedenen Farben. Stellt euch das vor, macht die Augen zu, macht sie wirklich zu, macht sie zu. Augen zu halten, so, oder offen. Mehr noch, dieses weiße gleißende Licht mit den Vitrinen an den Wänden. Und dem Vitaminwasser darin, das so bunt strahlt. Zumindest so. Preuß hat es nicht geschafft. Wir schaffen es auch nicht. Vielleicht im Kopf nur. So. So. So, einfach nehmen. Weißes, gleißendes Licht. Total schön. Voll schön, die soziale Plastik.
da im Inneren dieses Durchgangs. Das ist ja nur ein Durchgangstrakt, das ist ja nichts dabei, aber gerade die Durchgänge sind das Schönste. Und auch wenn ihr jetzt nicht so dionysisch gerade drauf seid, bitte gebt mir eine Vitamin-Water-Dusche, bitte, bitte. Ich warte drauf, bitte. Bitte, 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 bitte. Ah, bitte, 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 bitte. Ah, ah. Bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ah. Ah. Die Skulptur hat sich realisiert. Danke. Ich muss jetzt gehen. Ciao, 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 ciao. Ja. Wie gesagt, ne? Muss zu früh, muss in der Früh fahren. Sorry, dass ich so spät bin. Hey, ich habe mich verfahren und bin in den Donaukanal gefallen. Es tut mir so leid, wirklich. Ich habe sogar mein Handy, ist auch kaputt, schau, ist nass geworden. Schau, ist nass geworden, deshalb hast du mich ja nicht erreicht. Nein, deshalb bist du jetzt auch böse, weil du mich nicht anrufen konntest. Ne? Gib's zu? Gib's zu. Nein, eigentlich wollte ich nicht deutsch so gern. Nein, bitte nicht. Es. Komm, mein Papa wartet schon seit einer Stunde auf dich, da weiter. Auf mit dir. Bild, auf. Übrigens, ich muss euch allen mal danke, danke fürs hier sein. Danke, 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 danke. So, aber was ist jetzt vergessen? Du sollst out sein. Ja, okay. Mein Papa wart. Sorry, ich bin heute irgendwie so durcheinander. Okay. Papa? Achtung, da darf ich Platz haben, wenn du gut hast. Du bist einfach schon hier. Papa, das ist der Osman. Nicht fragen, Papa. Er hat ein Geschenk mitgebracht. Okay, also hier, ich habe Ihr Logo. Ich habe es ein bisschen so angeordnet und so entfremdet, dass hier in dieser Negativform die Figur, der Umriss seiner Figur mit Sombrero entsteht. Also, Max wusste, dass hier seine Galerie im zweiten Bezirk und da drüben sind die Reifertürme. Und ihre Angestellten gehen immer da drüben zum Mexikaner essen, da war ich auch Mittagessen. Und dann ist mir dann das eingefallen da mit dem Bild. Und gemalt habe ich es dann am Mexiko-Platz. Denn am Mexiko-Platz wird angeblich die erste Filiale des Kreditinstituts in Österreich gegründet. Und somit ist die Idee abgerundet. Das hat total Sinn, das ist konzeptuell total durchdacht. Everything makes sense in the reverse. Everything von hinten nach vorne durchgedacht. Alles macht Sinn immer im Nachhinein. Everything makes sense in the return, in the reverse. So, schau, komm da drüben ein Bild. Zeig das den Leuten, dein Papa vor allem. Papa, das ist. Kommen Sie, total konzeptuell. Everything makes sense in the reverse. 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 Everything makes sense. Irgendwie, irgendwo durch die Straßen gehen kann,
und das Logo unseres Instituts sehen kann, ohne an diesen Typen zu denken, dauernd. Ja, genau, und jetzt werden wir nicht denken müssen, nicht immer, aber immer öfter. Ja? Weil das eigene Lage im Logo, du und du, ob ihr jetzt scheiße gefunden habt oder ganz gut hier. Ihr werdet immer, wenn ihr jetzt, wenn ihr im Internet surft, auf der Straße geht, ihr seht dieses Logo, ihr seid immer ausgeliefert, ihr werdet manchmal an mich denken müssen. Eigene Lage im Logo, das sind man parasitäre Strategien. Du und du, ihr alle werdet an mich denken müssen. Und Kamera kaputt, so Kamera machst. Kaputt. Wenn du so weitermachst, dann werde ich sicher nicht mehr an dich denken. Komm, gehen wir zum Mexikaner essen heute, bitte. Komm. Hat der überhaupt offen? Weiß ich, schau im Internet nach. Schau du im Internet nach? Ich hab kein iPhone. Ja, du willst essen gehen. Na, schau mal, ob er offen hat und ruf mich dann an. Okay, ich lade dich ein, du schaust nach. Das ist ja das okay. Mindeste. Ciao. Ich bitte nimm mir das bitte runter. Das geht mir jetzt nicht, gell? Ich habe einen Krampf. Na, solange es nur der Arm ist. Ciao. Bis gleich. Dank! Ich kann. Das ist. Ja, ich freue mich auf. Danke. Mein Gott. Ah, oh, das gefällt mir, aber. Im Gewusst ist so gut. Nein. Danke. Hammer, gell? Danke. 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 Die in the sweet little baby face tears. Lady die in the sweet little baby face tears. It was a sunny day at the beach, and suddenly my mother started crying. Huh, why? Why? Because I tell you this later in the song. Thank God. Asked my mother, hey, why do you cry? And she said, Lady Di, die. So Lady died in the sweet little baby face my tears. Lady died in the sweet little baby face my tears. I hugged her so close.
close. And she got happy again. The beauty of the moment, the tears in her eyes. That is Lady Atelier, Formenkunst. Das schreiben wir aber. Ja, ja, komm gleich mit. Skulptur anschauen. Ich will auch!